Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Oracle of Seasons. Wir haben im letzten Part unser Abenteuer begonnen im Holodrum-Dorf. Ne, in Holodrum. So heißt die ganze Welt allgemein, genau. Wir sind im Horondorf gelandet, haben das Orakel der Jahreszeiten Dean kennengelernt und irgendwie so einen neuen Typen Onox, der die ganze Welt ins Chaos stürzen will, indem er die Natur beeinflusst. Aber okay, nicht mit uns. So habe ich ja alles aufgedeckt. Ja, außer den einen Punkt in der Mitte, okay. Weiter geht's. Wir müssen jetzt zum Makobaum, weil der soll wohl Bescheid wissen. Komm her. So, und auch ein bisschen Geld haben wir. Ich glaube, jetzt hat auch der Laden... Oh, jetzt ist Herbst. Mann, die Jahreszeiten sind hier echt... Boah, ein bisschen... Ja, daneben. Hab ich schon erzählt, ne, dass ich 100% Let's Play mache, alle Herzteile und sowas alles. Kein Problem. So, ich brauche Geld. Ich will nochmal in den Shop gehen. Ah, du hast Bomben und ein Schild. Ich nehme erstmal die Bomben. So, einmal Bomben bitte. 10 Bomben? 20 Rubine. Du hältst 10 Bomben. So, warte mal, aber den Schild hole ich mir gleich. Ich habe ja erstmal hier, ich glaube, ich krieg gleich wieder Geld. Ach, hier ist noch der Uhrenladen. Hallöchen. Na, ich baue die weltbeste Kuckucksuhr. Leider fehlt mir dazu ein Holzvogel, der mir gefällt. Er muss atemberaubend aussehen. Ach, oh Leute, das ist so schön, das Spiel. Hier gibt es ja auch noch richtig krass wieder eine geile Tauschquest und sowas alles. Oh, es ist so herrlich. So, erstmal gehen wir mal gucken, was der hier in sein Haus versteckt. Ich glaube, da ist auch Geld drin und dann kann ich mir gleich mal den Schild kaufen. Stup. Wow. Verdammt. Ah. Okay. Achso, hier ist noch ein Gasha-Kern. Verdammt. Okay, nun gut. Ein Gasha-Kern, was soll's, Mann? Okay, jetzt aber auf zum Makobaum. Ist voll cool. Hyrule hat seinen Deku-Baum. Holodrum hat seinen Makobaum. Und auch Labrunna hat seinen eigenen Makobaum. Also gibt uns echt so drei Bäume, ist voll geil. So, okay. Hua! Yeah! Schwert kurz gezeigt und let's go! Wow! Was so. Hallo! Warte mal schnell. Die Bomben wieder weglegen. Hallo! Hallo, Typi! Der Baum pennt! Was soll das denn? Nee, Leute, wir müssen ihn schnell aufwecken und zwar. Hua! Wer ist da? Hast du mich geweckt? Wer bist du? Was? Dean wurde entführt, während ich schlief? Kein Tempel der Jahreszeiten, weit und breit? Wie furchtbar! Das Orakel zu behüten ist meine Pflicht! Ey, du hast voll. Toll, voll verpennt. Ach, wie verwelkt ich bin. Was muss getan werden, Marcel? Das Chaos der Jahreszeiten. Das Land ist der wichtigste... Die wichtigste Essenz der Natur beraubt. Und meine Mächte schwinden dahin. Kannst du Dean an meiner Stadt retten? Dies ist die einzige Bitte, die je vom Makobaum gestellt wurde. Ich wittere das Böse am Nordgipfel, wo der Tempel der Jahreszeiten lag. Onox hat den Nordgipfel in einen Schatten gehüllt. Ich vermute, du findest ihn dort. Du brauchst die 8 Essenzen der Natur, die in ganz Holodrim ruhen. Diese 8 zu sammeln ist unsere einzige Hoffnung. Die Essenzen besitzen heilige Naturkräfte, mit denen du den Schatten durchdringst und Dean retten kannst. Soll ich es wiederholen? Nein, ich hab's verstanden, Mann. Nimm diesen Schlüssel. Geh zur Riesenwurzel nahe des Sees im Norden. Die erste Essenz wird dort sein. Dort erwartet einen niedrigen Widerstand. Sei vorsichtig. Ich werde ruhen, mir schwindet. Ey, was hat der für ein fauler Baum, ey? Okay. Yeah! Ein knorriger Schlüssel. Leute, 8 Essenzen sind in diesem Land verteilt. Das heißt, 8 Tempel. Voll cool. Ich würde mir gerne noch ein Schild irgendwie holen. Das heißt natürlich Bomben, ja, ihr holt. Toll. So, wir können auch leider nichts weiter machen, außer... Ja, sind nicht irgendwo... Geil. Rubine. Ein Herzchen. 30 Rubine für den euren Schild. Hier gibt es natürlich keine. Na gut, warte mal. Gehen wir mal in Richtung Norden, wo der Tempel sein soll. Ist auch richtig schön gemacht, dass man ja halt nirgendwo anders hin kann. Außer allem nach Norden. Aber ich will mein Schild haben. Den brauche ich, glaube ich, auch. So. Hallöchen, Impa. Wir wissen Bescheid. Der Makobaum hat uns alles erzählt. Der kann natürlich nichts machen, der faule Sack. Denn, wer bist du denn? Sieh nur, egal wie oft ich sie rufe, meine süße Mizi kommt nicht runter. Hätte ich doch ihr Leibgericht. Fisch. Ja, die hätten wir gerne alle.
Dumm, diddlidam, da kommt man nicht hin. Da falle ich ins Loch, denn ich kann nicht springen. So, hier kann man auch schön jetzt mit unserem Schwert endlich lang. Wow. Hier haben wir noch ein Fleckchen Erde. Pflanze ich gleich mal ein. So, jetzt habe ich auch keine Gascherkerne mehr. Aber ist egal. Wir gehen jetzt weiter hier. Diddlidda. Hier kommen wir noch nicht lang. Hier kommen wir aber lang. Komm schon, gib mir mal ein bisschen Rubine. Ich brauche Money. Money. So, oh, was ist denn hier los? Da-da-dam. Hallöchen. Oh, Hühner und Küken. Mein Vater Talon wollte auf den Federberg. Daher kümmere ich mich um die Hennen. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Ah, es ist Marlon und Talon. Auch die haben hier einen Auftritt. Einen Auftritt. Wie in Hyrule. Zack. Da-da-dam-dum. So, eindeutig, wir kommen nirgendwo anders lang. Außer nach links, weil wir unser Schwert haben und die Büsche stutzen. So, dum-da-da-dum. Guckt euch das hier an, Alter, voll cool. Da ist das Schlüsselloch und ja, vielleicht kommt dem einen oder anderen es jetzt schon ein bisschen bekannt vor. Weil... Squoots, Squoots, Squoots. Das sieht doch verdammt nach Zelda 1 aus, das Original. Da muss man auch über eine Brücke und hierher und der erste Tempel befand sich in einem Baum. Level 1, Knorrwurzelhöhle. Die ganzen Augen. Sie verfolgen mich. Ja, das Geile ist ja, es gab mal die Info, dass halt, ja, Oracle of Seasons und Ages als Remake geplant waren. Der ersten beiden Zelda-Teile fürs NES. Und das merkt man so ein bisschen. Ihr werdet nämlich auch, ja, allein die Bosse hier. Bosse wurden geremaked. Was soll das denn hier? Alle Türen sind zu, muss ich hier irgendwas schieben? Da-da-dam. Geh ich erstmal nach rechts. Der erste Tempel ist ja noch gar nicht so schwer. Das Skelett hier. Aua. Jetzt brauche ich echt mein Schild, aber ich habe keinen. Oh. Danke für den Key. Da 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 da. Wassa. Bisschen Geld hier. Ah, eine Fee. Danke. Die Musik ist so geil. Hier hat auch jeder Tempel eine andere Musik. Oh, das ist einfach nur. Es ist ein richtig schönes Spiel. Richtig schön Design. Das ist ein absoluter Klassiker. Da 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 da. Gehen wir erstmal hier lang. Ich weiß, ich könnte auch noch nach oben. Aber wir gucken erstmal. Da 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 da. Oh, eine Truhe. Yeah! Die Karte, drücke Select, um sie anzusehen. Dunkle Felder zeigen unbesuchte Räume an. Hm? Oh, das sieht aber aus. Für so ein Kreisel. Okay. Kein sonderlich schwerer Dungeon. Da da da. Warts. Huah! Dum dum. Bams, bams, bams. Schnells. Yeah. Okay, hier brauche ich. Ich brauche irgendwas immer zum Anzünden. Warum? So, was, das ist hier eine Lore, auch so geil zum ersten Mal. Zum ersten Mal so eine Lorenfahrt, yeah. Das Spiel hat echt auch viele innovative Sachen für so ein Zelda-Spiel, die auch später übernommen wurden. Die Lorenfahrt kam ja dann auch noch in Minish Cap und so. Oh, Boomerang-Typen. Wow. So, was? Kching. Alles bekannte Gegner hier. So, Tür ist offen. Hallo? Was ist hier los, Mann? Aha, hier muss ich mir einen Weg durchschieben. Kein Problem. Da komme ich irgendwo hin. Verdammt. Ah, gut, doch noch geschafft. Hehehe. Was haben wir hier Schönes? Ach, ein Gascherkern. Okay. Ich will ja auch wieder jeden Tempel komplett abgrasen. Alles holen, was es zu holen gibt. Doodle-doodle-doodle. Ching-ching. Badabadabam. So, wo geht's denn hier lang? Ah, hier mit. Ja, genau, mit Pfeilen, die unten die Schienen ändern. Total geil. Wow. Ah, ouch. Jetzt sind gleich wieder. Yeah, der Kompass. Nutze ihn zur Orientierung, um Schatztruhen und entdecke nun Schlüssel, um Schlüssel aufzuspüren. So, das haben sie auch hier beibehalten, wie bei Link's Awakening DX. Das ist, sobald wir in einen Raum mit einem Schlüssel kommen, müsste ein Sound ertönen. Da-da-da-da-da. Woo. So, weiches gestellt. Ui. Fahren wir mal woanders. Lam. Diddle-diddle-di. Ah, Fledermaus. Diddle-diddle-dum. Ah, ah. Tschüss, Mann. Yeah. Ha, habt ihr gehört? Dup, 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 dup. Hier, wo ist ein Schlüssel? Aber was ist hier drin? Ah. Ich hätte mir die Bomben gar nicht kaufen müssen. So ein Scheiß. Ja, ist ein bisschen lange her, seit ihr das Spiel gespielt habt, ne? Hä? So, aber zuerst mal können wir auch mal Karten. War ich jetzt schon überall? Nee, noch nicht. Oh, da ist noch eine Truhe. Warum ist da noch eine Truhe? Da war ich noch gar nicht. Okay, warte. Da, 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 da. So, 10 Bombis. Stup. Hopp. Ach, verdammt. Warum wirft Link die nicht? Er lässt die nur fallen. Zweimal A drücken. Okay. Da, 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 da. Wow. Okay. Da, 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 da. Hui.
Ah, verdammt, verdammt. Okay, wir haben es geschafft. Oh, das ist fies, ey. Fies, fies, Alter, wie fies, Mann. So, der Fies ist auch richtig scheiße. Na komm. Ha! Dum, dum, dum. Ah! Da, da, hier muss ich mich. Ich hab keinen Schlüssel. Ah, scheiße, ich hab keinen Key. Das ist gemein, Mann. Dann muss ich das Ding hier erstmal zurücklocken. Ha! Okay. Da, 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 da. Ah! Ah! Wow! Okay, ha! Oh, puh! Voll geil! So, da, nein, diddle-diddle-dum! Ah! Dieser Tempel ist so crazy! Okay. Also, wo bekomme ich jetzt hier den Schlüssel her? Ich gehe einfach mal hier durch. Aua, 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 aua! Verdammt! Nicht sterben! Nicht sterben jetzt! Ach, hau doch mal ab, du Scheißteil! So, und... ein Key! Den haben wir. So, komm mal hier hoch. Mach das schön aus dem Weg hier. Okay. Da, 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 da. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wo es da oben überhaupt lang geht. Wenn ich jetzt oben hingehe. Okay, da wird es schon zu dem Mega-Schatz gehen. Ja, dann gehen wir mal da lang. Obwohl, wartet mal. Ich gehe noch mal kurz zurück. Da. Ah! Tschüss, Mann. Herzchen. Dann mal ganz kurz zurück und gucken. So, wieder den Hebel umschalten. Ich will nur wissen, was da für eine Truhe da sein soll. Also die ist jetzt hier, genau, unter mir. Na, wartet mal. Da muss ich mal gucken. Zack, den Hebel umgeschaltet. Da muss ich mal gucken. Ach nee, warte, war ja der Raum, wo ich, das war ja der Raum, wo ich sowieso, Fackeln anzünden musste, damit die Tür aufgeht. Ja, wäre also eigentlich gar nicht schlecht gewesen, hier später nochmal hinzugehen. Ups, falscher Knopf. Ja, ich wollte jetzt aber gerne nochmal bei den anderen Räumen schauen. Wartet mal einen kleinen Moment, weil ich jetzt im Endeffekt auch noch den Schlüssel oder sowas verpasse. So, hier hoch, Hallöchen. Oh, was so? Hallo? Bringe Licht zu den Fackeln. Ja, auch hier seht ihr auch wieder eine Anspielung aus Zelda 1. Weil da gab es auch ältere Männer in Tempeln, die umgeben waren von Feuern und sowas alles. So, rechts war auch nichts weiter, da brauche ich auch Fackeln. Ach, toll, hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir jetzt echt sparen können. Sorry, aber kein Problem, Mann. Yeah, den habe ich gekillt. Dann gehen wir halt erstmal nach oben wieder und holen uns den Gegenstand, der uns erlaubt, Fackeln anzuzünden. Zack. Oh yeah, 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 yeah. Woo. Dum, 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 dum. Oh, Boomerang. Boomerang, Heinis, die sind doch fies, Mann. So, also wieder da vorbeischlingeln. Aber das schaffe ich schon. Ich will nicht sterben. Ich will einfach nicht sterben. Nö, weil ich will hier schön, ohne einen Tod zu haben. Das ist eigentlich nur am Anfang schwer. Weil man halt echt wenig Herzen hat. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen, aber... sollte trotzdem kein Problem sein. Das Spiel habe ich jetzt ja auch schon mehrere Male gespielt und sowas alles, also... wäre ein bisschen peinlich, würde ich jetzt sterben. So, jetzt hier wieder mich durchmogeln. So, komm her. Zink! Hehe, wow. So, zink den verarscht, aber so richtig. So. Jetzt ist doch das Scheißding hier. So, dadadadadam. Der Hinweg ist ja einfacher als der Rückweg. So, schön alles kaputt. Hier ist auch noch eine Fee. Alter, das Ding schnell. So. Was so? Hallo? Bossfight? Du gelangst keinen Schritt weiter. Wow, Alter, Fiesmann. Was seid ihr für Typen? Hussa! Wow, Boomerangs! Was seid ihr denn für Trottel, Mann? Die kennt man aber auch, oder? Oh, da kriegen wir jetzt hier einen Boomerang, das wäre geil. Nee, okay. Die Typen haben wir platt gemacht. Zwei Boomerang-Heinis, die sahen ein bisschen anders aus als die gewöhnlichen Boomerang-Leute. Ja, und auch das hier erinnert eindeutig an Zelda 1. Mit diesen Räumen hier und diesen Treppen. Und auch diese Raumaufteilung hier. Ja, man ist schon ein bisschen, die haben sich sehr an Zelda 1 orientiert. Was ist denn da? Ein kleines Säckchen? Du hältst den Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Glutkerne. Ach, schön. Damit können wir jetzt so gewisse Sachen abfackeln. Ja, diese Kerne spielen hier allgemein eine große, ja, innovative Rolle bei dem Spiel. Man muss hier einiges machen. Viele Sachen. Oh, der einzige Ausgang ist natürlich hier. Okay, Mann. Woo! Ka-ching! So. Okay, dann beamen wir uns gleich mal wieder raus, weil hier gibt es eh nichts mehr zu tun. Nö. Dann gehen wir gleich mal nach links die Truhe holen.
Leuchtturm. Ach, blinkt er gleich hier, ist ja geil. So. Flame? Yeah! Da-da-da-da-da. Ah, warte mal, das kann sogar sein, dass ich hier. Ah, nee, ich krieg den Schlüssel, habe ich ja gehört. Am Sound. Vams! So, die Wölbe-Attacke ist übrigens wie zwei Schläge. Da-da-da. Also doppelt so stark. Oh, den großen Key! Ja, ich schaffe den Tippel noch in dem Part hier im zweiten Part. Dum-dum. Was? So, manche sagen ja, oder haben mich damals schon, als ich stand ja schon lange im Gespräch, wenn ich dieses Let's Play mache, haben mich schon viele gefragt, ja, ich komme gerade an dem Tempel nicht weiter und so. Also das Spiel hat wirklich ein paar Tücken, ein paar fiese Rätseleinlagen. Vor allem, als ich damals noch jünger war, ich meine, das Spiel ist aus 2001, Alter, total alt. Hat schon über 10 Jahre auf dem Buckel. Und, ja, aber, damals muss ich auch zugeben, bei Ages gab es eine Stelle, wo ich sehr lange nicht weiterkam. Aber dazu kommen wir dann, wenn ich das Spiel spielen werde. So, hier haben wir die Truhe schon. Tür auf. Okay, es gibt noch eine Truhe, und zwar hier. Ah, boah, fiese Handgrabscher. Oh, nee. Die sind fies, ey. Nein, hör, was zu... Ja, toll. Zum Glück ist der Tempel noch nicht allzu groß. Aber jetzt nicht so schwer, da wieder hinzurennen. So, Leute, seid mal gespannt auf den ersten Boss. Wir haben jetzt schon, ja, der Tempel hier ist voller Anspielung auf Zelda 1. Und der Boss auch. So, tschüss, Mann. Da, 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 da. Ah, ein Ring. Lass ihn später mal schätzen. Machen wir auch gleich mal. Weil ich glaube, der Ring dürfte sowieso besser sein als der, den wir haben. So, mal gucken, wo geht's denn hier überall lang? Oh, scheiß Hand. Hau ab. Da, 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 da. Oh. Ja, Leute, der Tempel ist komplett. Da oben geht's zum Boss. Gut, dann bin ich hier erstmal falsch. Nein! Voll fies. Einfach nur gemein. Oh Mann, wie fies. Okay, Leute. Aber man könnte ja eigentlich sagen, dass diese Spieleserie hier, wenn man muss wirklich Zelda 1, Seasons und Ages hintereinander zocken. Die zwei Spiele gehören eindeutig zusammen. Und macht es nicht dadurch zum längsten Zelda? Ich meine, 16 Tempel. Voll krass, so viele Tempel gab es noch keinem anderen Zelda. Wassam! Alter, halten die drei Schläge aus, die Säcke. Ist auch nochmal eine Fee. So, okay, wow. Noch mehr Feen. Haut doch mal ab. So, ich möchte jetzt gerne erstmal nochmal speichern. Suit mit Select hier rumswitchen. So, ich speichere mal. Sichern. Sichern und fortsetzen. So, okay. Aber ich will ja nicht sterben, also macht das nicht viel Sinn. So, was haben wir hier drinnen noch? Hm? Okay, ein Busch. So, Leute, der Boss, guckt ihn euch an. Oh! Bronze! Die geile Mucke, Mann! Aua! Fies! Hussa! Hussa! Oh! So, das ist aber auch nicht schwer. Er ist eindeutig voll der erste Boss aus Zelda 1. So, warte mal, den nächsten mache ich jetzt aus. Da, 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 da. Wow! Okay, ein bisschen mehr Bonus hat er. Wo will er hin? Was tut er? Und den muss man an seinem Horn treffen. Wow! Alter, saust er erstmal lang. So, warte mal, jetzt muss ich mal kurz wirbeln. Und raus! Wow! Okay, wenn sein Horn rot ist, dann flippt er voll aus. Rastet richtig aus. Muss ich aufpassen. So, komm jetzt her, eine Wirbeltage noch. Yeah! Und da geht das Horn futsch. Genau wie der Gegner. Du hältst deinen Herzcontainer. So, ja, ich mach das nicht als 3-Herz-Run. Nee, dafür ist das Spiel auch ein bisschen zu schwer. Ja, ist auch ein bisschen knifflig. Ah, ihr werdet ja sehen. Unsere erste Essenz, Leute. Du erhältst Mutter Erde, eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf den Feldern gestreut wird. Ach, Mann, ey, das ist so schön, was man hier einsammelt. Bei Awakening waren es ja Instrumente und sowas alles. Und hier sind es richtig so Essenzen der Natur und der Zeit. So. Und nach jedem Tempel kriegen wir neue Informationen. Hä? Was ist los? Oh, ich bin es, der Makubaum. Mir ist etwas Mutter Erde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort merkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, Marcel, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Hom. Wieder mal einpennt, ey. Hom. So, Leute. Was zum... Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ein Schatten. Was geht hier nur vor...
Was, wer sind Sie denn? Oh, da! Oh! Hä? Alter, aua! Pass doch auf, wo du hinläufst! Du bist soeben mit Martha, dem Lehrling der großen Hexe Syrup, zusammengeprallt. Dank dir ist hier mein ganzer Kram aus der Tasche gefallen. Die große Hexe wird ausrasten. Weit und breit kein London-Ei. Und nun das. Ich werde mir einfach dein Zeug schnappen. Mein Finderlohn. Nö. Falsche, das Herz. Den Ring nehme ich mit. So. Oh, du. Das merke ich mir. Ja, Leute, wir werden öfter noch mit dir zusammenprallen. Und, ja, dafür schön Geld kassieren. Und auch mein Herzteil, das ist ja das Fiese. So, und die Hexe kommt nicht einfach zufällig. Nein, da gibt's auch einen kleinen Rhythmus für. Entweder die kommt immer alle 8 Bildwechsel oder so. Oder nee, wenn man auch eine bestimmte Anzahl an Gegner getötet hat, glaube ich. Oh! Die erste Nuss ist gedeiht. Und dadurch bestimmt auch die andere. Was haben wir drinne? Mal gucken, was da drin steckt. Ein Ring war in der Nuss. Okay. So, Leute, der Part ist allerdings leider vorbei. Impa? Impa, was los? Wo bist du? Wo kann der Tempel der Jahreszeiten versteckt sein? Hat da niemand einen Hinweis? Doch, Mann, Leute, aber den Hinweis werden wir uns im nächsten Part holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der erste Tempel ist durch. Die erste Essenz haben wir. Und ja, der Tempel der Jahreszeiten, der ist versunken und verschollen von der Oberwelt. Also wo soll der sein? Alles im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!